Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Akkuträger-Review, und zwar über einen Akkuträger, der 2018 schon den 15er-Anschluss revolutioniert hat, den wir mittlerweile auch schon in Deutschland kaufen können und der dafür sorgt, dass wir unsere Verdampfer nicht mehr großartig auf- und abschrauben müssen, sondern durch das Quick-Release einfach auf- und abstecken können. Und die Rede ist natürlich vom Druger Foxy Mod von Orgvape, und wie er geliefert worden ist, alle technischen Details, einen ausführlichen Quick-Release-Test mit unterschiedlichen Verdampfern, und weil Weihnachten war und ich plötzlich zwei davon habe, geht einer davon an euch raus. Dranbleiben lohnt sich also, denn das alles seht ihr natürlich wie immer in diesem Video. Und wie immer starten wir mit einem Blick auf die Verpackung. Der Akkuträger selbst wird euch in einer schwarzen Pappschachtel geliefert, wo auf der Vorderseite nochmal das Druger Foxy Logo sowie der Druger Foxy Schriftzug aufgedruckt ist. Wir haben hier ein Sichtfenster auf unseren Akkuträger. Auf der einen Seite befindet sich dann die Internetadresse des Herstellers, auf der anderen Seite der Hersteller selber, nämlich Orgvape. Und auf der Rückseite haben wir einen Scratch-and-Check-Code, Angaben zum Hersteller und Angaben zum Mod inklusive der Farbe. Wenn wir das Ganze dann mal aufmachen, um reinzugucken, dann finden wir eine kleine Batterie-Warning-Card, die uns verrät, wie unsere Batterien auszusehen haben. Eine Anleitung allerdings nur in Englisch, in die wir gleich nochmal zusammen einen Blick reinwerfen werden. Und natürlich unseren Akkuträger selbst, den Druger Foxy Mod, den wir uns selbstverständlich auch nochmal genauer ansehen. Zu den äußeren Spezifikationen zählen die Höhe von 93, die Breite von 48, die Tiefe von 27. Wir haben einen mittig gesetzten 15er Anschluss, der relativ straff gefedert ist. Wir haben auf der einen Seite unseren Feuertaster mit einem angenehmen Druckpunkt. Und auf der anderen Seite haben wir einen Quick-Release-Button, der es uns ermöglicht, den Verdampfer ohne großartigen Aufwand auf den Akkuträger aufzustecken und auch wieder abzunehmen. Das Ganze würde dann in der Praxis so aussehen, aber dazu komme ich auch nochmal näher, wenn wir uns das Ganze im Fazit anschauen. Und wir haben auf beiden Seiten so eine Plastikabdeckung, die im Auslieferungszustand nochmal mit einer Schutzfolie überzogen worden ist und die ich jetzt erst einmal abnehme. Bevor wir jetzt den Akkuträger das erste Mal in Betrieb nehmen, sollten wir natürlich auch die Gebrauchsanleitung lesen, und das machen wir einmal ganz kurz zusammen im Schnelldurchlauf. Auf den ersten beiden Seiten befinden sich dann die Funktionstasten des Akkuträgers nochmal beschrieben. Danach kommen wir dann zu den Spezifikationen des Akkuträgers, nämlich dass es sich hierbei um einen Akkuträger für Dual 18650er Akkus handelt, mit dem patentierten Quick-Release-System, das ich ja schon angesprochen habe und im Fazit noch genauer erläutern werde. Die Widerstände werden automatisch eingelesen, wir haben ein kleines OLED-Display mit den Maßen 9,2 x 5,2 mm, Plus- und Minus-Button zum Einstellen der Watt und der Volt, eine maximale Wattausgabe von 150, eine maximale Ampere-Ausgabe von 45, maximale Volt von 0,5 bis 6,5 Volt, unterstützte Widerstände von 0,05 Ohm bis 3 Ohm, das Ganze besteht aus Zink-Alloy, wir haben Switchable EML-Panels, das heißt die Plastikabdeckungen an der Seite, und einen vergoldeten Messing 15er Anschluss. Auf der nächsten Seite finden wir dann eine kleine Tabelle, die uns zeigt, bei welchem Widerstand wie viel Watt maximal ausgegeben werden. Das wären beispielsweise bei 0,05 Ohm 80 Watt, und dann geht das hoch bis 150 Watt, wobei mich da die Zahl ein bisschen irritiert, denn hier steht 0,1 bis 0,15 Ohm, auf der vorherigen Seite steht 0,1 bis 0,38 Ohm. Des Weiteren haben wir dann noch die ganzen Safety-Features, die dieser Akkuträger aufweist. Danach kommen nur noch relativ unwichtige Informationen, die ich aber trotzdem mal kurz durchblätter für alle, die auf Pause drücken wollen, um sich das Ganze mal durchzulesen. Und jetzt widmen wir uns endlich mal wieder dem Akkuträger. Um die Akkus einzulegen, öffne ich zuerst einmal die Abdeckung mit dem Druger-Logo. Dafür haben wir hier unten eine kleine Aussparung, wo wir hier einfach mit dem Fingernagel reingehen können, um das Ganze abzunehmen. Wie ihr sehen könnt, wird der Akkudeckel hier nochmal durch zwei Magneten gehalten und hält auch super fest. Und dann haben wir hier die Akkukontakte, die auf der Oberseite gefedert sind und auf der Unterseite feststehend. Und die Polarität wird uns hier durch zwei kleine Akkusymbole angezeigt, die man im Kameralicht zwar sehr schwer erkennen kann, aber die sind relativ gut aufgedruckt und am Tageslicht solltet ihr damit keine Probleme haben. Wir legen uns also erstmal dieses Batteriebändchen zur Seite. Auf der rechten Seite kommt der Pluspol nach oben, auf der linken Seite kommt der Pluspol nach unten. Dann natürlich den Akkudeckel wieder drauf und schon ist der Akkuträger angeschaltet. Wenn ihr ihn wieder ausschalten wolltet, geht das ganz normal über einen 5-Klick. Genauso wie das Anschalten, einfach 5-mal draufklicken und schon ist der Akkuträger wieder an. Um Einstellung vorzunehmen, was die Volt und die Watt angeht, öffnen wir hier einfach den vorderen Panel, der durch drei Magneten gehalten wird.
Wir haben hier tatsächlich nur die Plus- und Minus-Tasten, wo wir dann die Watt bzw. die Volt einstellen können. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wenn wir die Leistung verstellen wollen und am unteren Teil des Ganzen angekommen sind, müssen wir nicht endlos wieder lange draufdrücken, sondern ein Klick reicht und das Ganze ist auf Maximalleistung. Um zwischen Watt und Volt dann zu wechseln, drücken wir einfach Plus und Minus zusammen und wir sind im Volt-Modus. Das Display beinhaltet dann die Angaben zu den eingestellten Watt bzw. Volt. Das wird durch das W oder das V hier kenntlich gemacht. Oben rechts haben wir dann den Widerstand und den Batterieindikator. Und auf der Unterseite des Akkuträgers befindet sich dann nochmal das Ohmsche Gesetz. Für einige nur für Zierung, für andere vielleicht relativ hilfreich, um die ganzen Sachen im Kopf auszurechnen. Wenn ich mir das Ganze dann so eingestellt habe, wie ich das haben möchte, lege ich hier einfach das Panel wieder drauf. Wir können hier immer noch sehr schön das kleine Display sehen, aber den noch die Tasten nicht verstellen. Deswegen benötigen wir auch keine Tastensperre. Sollten wir das Ganze in der Tasche tragen wollen, drücken wir hier einfach 5-mal drauf und der Akkuträger ist ausgeschaltet. Jetzt habt ihr den Akkuträger wirklich in vollem Umfang gesehen. Wir haben wirklich nichts vergessen. Der Akkuträger hat keinen USB-Anschluss zum Laden oder Update, ist aber auch nicht nötig. Und Batterien sollte man generell im externen Ladegerät laden. Und wenn ihr wissen wollt, was ich von dem Akkuträger halte, wechseln wir einfach mal zum Dampftest und zum Fazit. Und da sind wir auch schon wieder zurück zum großen Dampftest und zum Fazit vom Druger Foxymod von OrcVape hier unter meinem Fresia RTA aus dem letzten Video, den ich immer noch ziemlich feiere. Und Dampftest und Fazit ist in dem Fall einfach mal ein bisschen fehlplatziert. Ich müsste eigentlich sagen Quick Release Test und Fazit. Hört sich doof an, machen wir aber trotzdem. Aber dampfen tun wir das Ganze natürlich auch, gehört ja schließlich dazu. Genau, auf den Dampf kommt es bei diesem Akkuträger im Moment gar nicht an, weil der Akkuträger an sich dampft ja nicht. Wir wollen das Quick-Release-System einfach mal testen und dazu schraube ich jetzt einfach mal ein paar Verdampfer auf diesen Akkuträger, damit ihr auch mal sehen könnt, wie andere Verdampfer darauf aussehen und damit ihr das Quick-Release-System einfach mal hier live miterleben könnt. Und ich nehme jetzt hier einfach mal den Fresia runter und setze da den Siren 2 in Gunmetal drauf, auch cool, gefällt mir, sieht sehr gut aus. Nehme ich auch mal wieder runter und pack da den Core RTA drauf. Ihr seht, das funktioniert wirklich einfach. Einfach nur auf- und abstecken. Der Hersteller sagt, Knopf drücken, Verdampfer aufsetzen, Knopf loslassen, eine kleine Drehung. Und so in der Praxis funktioniert das auch einwandfrei. Die Verdampfer halten da wirklich sehr gut drauf, gefällt mir. Jetzt der Riskill Pirate King 2, auch ein sehr, sehr interessanter Tröpfler. Und jetzt habe ich meine dunklen Verdampfer, die ich mir hier nebenbei gelegt habe, erstmal ausgeschöpft. Ich packe hier mal meinen Fresia wieder drauf. Der gefällt mir sehr gut. In dieser Kombi hatte ich auch schon im Livestream benutzt. Und ich habe aber, falls euch das aufgefallen ist, noch einen zweiten. Und zwar in Silber. Da packe ich jetzt einfach mal auch ein paar Verdampfer drauf. Auch ein sehr schöner Akkuträger. Allerdings gibt es hier einen Nachteil, wie ich finde. Der hat hier dieses Fingerprinty so ein bisschen. Das hat der Gunmetal nicht. Deswegen wird dieser hier wahrscheinlich an euch rausgehen, wenn ihr dazu Bock habt. Dafür einfach mal die Videobeschreibung nachlesen. Jetzt packe ich hier aber erstmal den Vapor Giant Extreme drauf, um euch das mal zu zeigen. Finde ich auch sehr geil. Auch ähnliche Verdampfer, sage ich mal, oder auch zukünftige Verdampfer, die ähnlich aussehen, würden hier sehr, sehr gut drauf passen. Dann packe ich hier den Juggernaut drauf, den Juggernaut Mini ist das. Auch ein sehr cooler Tank, bisschen kleiner, trotzdem richtig geil. Muss immer sehen, dass ihr das auch seht, hier mit diesem Quick Release. Und natürlich auch nochmal ein Tröpfler, den Rebirth, auch richtig schön. Gerade mit so einem Tröpfler seht dieser Akkuträger auch richtig cool aus. Ja, den packe ich mal wieder zurück, den silbernen. Den wollte ich gar nicht benutzen, der ist echt noch komplett unbenutzt. Lege ich hier mal wieder schön säuberlich in seine Verpackung. Und was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Der Akkuträger ist sehr simpel, sehr einfach zu bedienen. Sehr, sehr wertig finde ich den und er sieht wirklich elegant aus. Der ist so ein richtiger Designer-Akkuträger, würde ich fast sagen.
Das Display ist nicht besonders groß, gehört aber diesem Design an und finde ich relativ cool, gefällt mir. Quick-Release-System habt ihr gerade gesehen, funktioniert einwandfrei. Die Panels, die halten sehr gut. Hier sind die Akkus unter. Die werden durch die, wie heißt das jetzt hier, durch diese Kontakte, die hier ja gefedert sind, gehalten. Also das hält bombenfest. Hier wackelt auch nichts. Die Vorderseite hat hier so ein bisschen Spiel, das fällt aber in der Praxis gar nicht weiter auf, also von daher auch richtig cool. Einen USB-Anschluss brauchen wir bei diesem Akkuträger nicht, weil was willst du hier updaten? Und laden tut man seine Akkus generell in externen Ladegeräten. Bei zwei Akkus oder mehr empfiehlt sich das immer und von daher auch kein Nachteil. Größenvergleich. Kommen wir mal zum Größenvergleich. Ich habe hier auch einen Akkuträger, den vielleicht auch einige von euch haben. Das ist die Paranormal 250C. Die Druga Foxy ist genauso groß in der Höhe und schmaler in der Breite. Wenn ihr das so sehen könnt, ich hoffe, das könnt ihr sehen. So nehmen die sich auch nichts. Und mein Lieblingsquonker auch nochmal hier im Vergleich. Also genauso groß. Auch schmaler als der Squonker hier und von der Tiefe her auch in etwa das gleiche. Also es ist wirklich ein schöner, kleiner, handlicher und wertiger Mod. Und das soll es dazu aber auch schon gewesen sein. Mehr fällt mir einfach gar nicht ein, mir gefällt der richtig gut. Überzeugt euch aber selber, schreibt es mir auch mal unten in die Kommentare, falls ihr dieses Teil schon habt. Wenn ihr darauf Bock habt, dieses Teil zu bekommen, got for free. Schaut euch mal die Videobeschreibung an und das soll es wirklich dazu gewesen sein. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir das Video gefallen hat und du mir dafür einen Daumen nach oben da lässt. Sollten wir uns das nächste Mal wiedersehen, wäre das besonders cool. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit allzeit gut Dampf und eine schöne Zeit.